So, meine Lieben, jetzt geht's hier beim Zackfishing Raubfischer Adventskalender nahezu eingemachte. Das Fazitvideo zum 23er Modell. 99 Euro hat der Kalender gekostet. Wir haben 246,66 € erreicht. Das macht 10,28 € pro Türchen, was wir bekommen haben für 4,16 €, die wir quasi ausgegeben haben. Wie finde ich den Kalender? Ich finde den Kalender durchaus gelungen. Sicherlich immer noch mit Verbesserungspotenzial. Ich fand den Kalender im letzten Jahr nicht ganz so gut. In diesem Jahr finde ich ihn schon ein bisschen homogener, ein bisschen besser auf jeden Fall. Da hat man sich Mühe gegeben. Wir haben neue Sachen mit dabei aus der Zander Range. Wir haben natürlich von der Dietl Range ein bisschen was dabei, also für die Barschfreaks unter euch. Wir haben Hardbait zum Zanderangeln mit drin. Wir haben für die Hechtangler auch hechttaugliche Größen auf jeden Fall mit am Start. Hat mir im letzten Jahr nämlich auch ein bisschen gefehlt, kann ich auf jeden Fall noch so sagen. Wir haben ein passendes Hakensystem dabei für den Butcher. Wir haben Baby Butcher mit dabei, mit dem wir Zander angeln können, selbstverständlich. Also von daher hat man auf jeden Fall ein breites Spektrum abgedeckt. Was ich nicht so cool fand, waren tatsächlich vier Chatterbaits. Einer von denen heißt schon Bladed Jig. Das hat leider so ein bisschen den faden Beigeschmack, als würden wir hier wirklich die erstmal wegbekommen müssen. Das Produkt in der Packung ist natürlich einwandfrei. Da muss man nicht um den heißen Brei herumreden. Allerdings sehen wir halt hier, wo sicherlich designtechnisch die Marke irgendwo hin will. Und da haben wir hier halt das alte Produkt. Das wirkt dann natürlich ein bisschen wie, die werden wir jetzt dann halt mal los, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, tut dem Produkt an sich natürlich keinen Abbruch, aber wirkt natürlich nicht ganz so homogen, wie das ganze Produkt halt wirken würde, wenn halt auch alle Verpackungsdesigns schon in Anführungsstrichen angepasst worden wären. Sehr schön fand ich in der 6 hier das Jigkopf-Sortiment. Das sind auch alles auf jeden Fall Größen, die der otto-normale Durchschnittsangler, so wie ich, fischen kann. Das ist jetzt nichts dabei, wo selbst ich sage, kann ich nicht gebrauchen. Ich sag mal, wer mit diesem Jigkopf-Sortiment nichts anfangen kann, der hat wahrscheinlich einen Stausee vor der Tür oder fischt nur im Rhein in 50 Meter Entfernung vom Ufer auf Zander. Ja, aber ich glaube, der normale Angler, so wie du und ich, die können damit auf jeden Fall mehr als gut leben und auch die Sachen, die hier mit drin sind, gut bestücken. Sehr gut hat mir auch gefallen, tatsächlich in der 24 die Schnur, muss ich jetzt hier mal so loswerden. Ich habe gesehen in den Kommentaren, viele fanden die nicht so geil. Ich finde es tatsächlich sehr cool, ist ein teures Produkt. Ich weiß nicht, ob die jetzt ausläuft mittlerweile, kann ich nicht sagen. Ich habe die jetzt auch gesehen, kostet um die 40 Euro, also so viel wie eine Diver Ninja. Muss man sich halt einfach mal vor Augen führen. Das ist ein teures Produkt und auch für Leute, die sich so einen Adventskalender kaufen, die Marke Zeck natürlich mögen, die wissen natürlich, dass hier eigentlich nur Zeck-Produkte drin sein können. Klar, die Momoi-Schnur macht da jetzt hier eine kleine Ausnahme, aber man hat hier natürlich immer noch für 100 Euro die Möglichkeit, sich seine Tackle-Taschen mit den Produkten, die man ja dann augenscheinlich mag, wenn man sich einen Zeck-Adventskalender kauft, voll zu machen. Auch ein kleines Highlight hier bei mir, auf jeden Fall der Rogue Runner in 20 Gramm in der Farbe Bluegill, also ein richtig geiles Teil hier. Ich glaube, eins meiner Highlights hier in dem Kalender, der sieht einfach richtig geil aus. Ja, auch da wieder jetzt hier für Hecht, Barsch und Zander einige Sachen mit dabei. Der Kalender ist natürlich in sich sehr gut komplett, ne? Also alles, was ich jetzt hier habe, hat irgendwie auch einen Sinn. Ob es jetzt die Jigköpfe sind zu den Gummifischen, auch aus der Dietl Range, aus der Zander Range, ob es jetzt die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Trailer-Pakete sind, die natürlich ein bisschen, ja, die sehen halt nicht so cool aus. Wir haben hier so einen Zipperbeutel mit ein paar Gummifischen drin, aber auch jeder Gummifisch hier drin kostet halt ein paar Cent bis Euro. Und wie gesagt, die Masse an sich macht es halt dann nachher im Endeffekt aus. Und wir brauchen die halt beispielsweise für die Chatterbaits, die auch alle verschiedene Größen haben. Oder natürlich auch für den Skirted Jig, der hier noch mit dabei liegt. Dieses Jahr auch nur einer mit dabei. Da haben wir ja im letzten Jahr, ich glaube in der 6 oder so, abnormal viele drin gehabt. Hat auch so einen Fadenbeigeschmack gehabt. Ist jetzt ähnlich so ein bisschen wie mit den Chatterbaits hier drin. So ein bisschen, ich sag mal, Lückenfüller. So ein bisschen, ja, die brauchen wir vielleicht nicht mehr so in diesen Mengen, die wir so noch haben. Oder halt auch uns ist nichts Besseres eingefallen. Wir packen die mal in den Kalender. Ich glaube, das muss nicht sein. Farbentechnisch habe ich fast noch Glück gehabt. Also der am wenigsten gefällt mir hier der blau-schwarze. Aber hey, Chatterbait an sich natürlich ein gutes Produkt. Sicherlich zum Barsch- und Hechtangeln auf jeden Fall zu gebrauchen. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, ich finde den Kalender durchaus gelungen. Für 100 Euro kann man da eigentlich nicht viel verkehrt machen, wenn man sich, wie gesagt, darüber im Klaren ist, dass natürlich in einem Kalender von der Firma Zeckfishing auch nur Zeck-Produkte drin sind. Wobei die natürlich mittlerweile auch, sag ich mal, ausbauen. Die Zander Range ist natürlich eine sehr gefragte Range vom Sebastian Henel oder auch die Dietl Range natürlich mit ihren Barschalarm-Farben und Ködern. Jetzt ist ja noch der Uli Bayer dazu gekommen.
Ich glaube, das war ja erst, wann wurde das verkündet? Irgendwann in diesem Jahr, da war es natürlich wahrscheinlich schon für den Kalender an sich dann zu spät, um da noch irgendwo Produkte mit einzubauen. Und deswegen finden wir hier, glaube ich, jetzt hier auch nichts weiter drin. Oder der vielleicht hier? Nee, Sexy Shirt auch nicht. Ich dachte gerade, das wäre vielleicht die Uli Bayer-Farbe, aber auch nicht. Wäre natürlich auch ein bisschen klein für einen Hecht. Hechtköder. Ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit dem Kalender. Und bin gespannt, was sie im nächsten Jahr draus machen. Außerordentlich gut gefallen hat mir tatsächlich die Kartongröße. Die fand ich irgendwie sehr spannend und sehr schön gemacht. War mal was ganz anderes. Als die Kalender hier ankamen, habe ich gedacht, was ist so klein, was soll denn da drin sein? Aber hat doch eine ganze Menge reingepasst und warenwerttechnisch auf jeden Fall auch. Und damit bin ich fertig mit meinem Review hier, mit meinem Fazitvideo zum Raubfisch-Adventskalender. Und bin gespannt auf eure Meinung, eure Kommentare. Und was Sektfishing hier auch im nächsten Jahr wieder auf die Beine stellt. Genau, dann würde ich sagen, macht's mal gut, bis dann. Euer Lemmy.